Herzlich willkommen, alle, die da sind. Es freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind bei unserem Webinar zum Thema, wie schaffen wir eigentlich Grundlagen für erfolgreiche Weiterbildung? Ganz kurz ein paar technische Hinweise. Wenn Sie mich hören und sehen können, ist alles wunderbar. Wenn Sie mich nicht sehen können oder wenn Sie mich irgendwann nicht mehr hören können, dann schreiben Sie einfach kurz was in den Chat. Den Chat können Sie auch verwenden, um Ihre Fragen zu stellen, jederzeit sehr gerne. Ich beantworte die dann zeitnah. Und ja, wir haben natürlich auch am Ende nochmal einen Block für Fragen, aber so für Verständnisfragen oder was Ihnen einfach auffällt, gerne im Chat melden. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind, stelle ich mich nochmal kurz vor. Mein Name ist Matthias Binder. Ich arbeite seit knapp 2 Jahren bei der Agentur Q und bin hier Referent für Weiterbildungsentwicklung und Beratung und habe im Rahmen meiner Aufgabe eben auch das Ideenportal Qualifizierung erstellt, über das ich Ihnen heute auch ein bisschen was berichten darf. Ja, ich freue mich, dass Sie alle da sind und Interesse an diesem Thema Grundlagen erfolgreicher Weiterbildung haben. Schauen wir uns mal an, was wir in den nächsten 40 Minuten grob vorhaben. Ich möchte Ihnen erst ein bisschen was über das Thema Kultur erzählen, dann über Lernkultur und was Lernkultur jetzt mit Grundlagen für erfolgreiche Weiterbildung zu tun hat. Wir schauen uns dann auch nochmal an, welche Hebel es denn gibt, die man im Betrieb nutzen kann, um Lernkultur zu gestalten, voranzubringen. Wie schon angekündigt, gibt es dann nochmal Zeit für Ihre Fragen. Und wir machen am Ende nochmal einen kurzen Ausblick. Im letzten Webinar zum Ideenportal haben wir über das Thema gesprochen, wie man mehr Strategie in die Weiterbildung bringt. Und ich möchte gerne daran anknüpfen mit einem Zitat von Peter Drucker, einem bekannten Wirtschaftswissenschaftler, der gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. Also Kultur verspeist Strategie zum Frühstück. Das ist natürlich eine harte Botschaft. Und die Frage ist, was bedeutet das also für uns im Betrieb? Was müssen wir tun, wenn wir eine Weiterbildungsstrategie haben? Was ist darüber hinaus noch erforderlich? Und naja, man kann es einfach anders sagen, erfolgreiche Weiterbildung braucht auch eine passende Lernkultur. Jetzt ist die Frage, die ich gleich mal zu Beginn an Sie habe. Wie weit beschäftigt Sie das Thema Lernkultur denn in Ihrem Alltag? Da können Sie jetzt, sofern Sie uns nicht nur per Webcast zugeschaltet sind, an einer kurzen Umfrage teilnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da rege mir einen Eindruck geben. Dann weiß ich auch, wie tief ich in manche Themen einsteigen muss oder eben auch nicht. Also Sie haben noch ein bisschen Zeit. Ist natürlich auch ein Thema, das jetzt nicht so im Mittelpunkt steht häufig. Wir kriegen jetzt aber trotzdem ein paar Antworten, die ganz interessant sind. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Wir sehen jetzt hier, dass ich tatsächlich von den Rückmeldungen, die ich jetzt gerade bekommen habe, doch regelmäßig oder sogar ständig mit dem Thema Lernkultur beschäftigt wird. Das freut mich natürlich, das freut uns, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich möchte einfach allen, die jetzt vielleicht auch sagen, naja, so ganz intensiv beschäftige ich mich doch nicht damit, mal ganz kurz einen Überblick geben. Man vergleicht dieses Thema Kultur ganz oft mit einem Eisberg. Und warum tut man das? Ganz einfach, weil Kultur Bestandteile hat. Ja, da gibt es ein bekanntes Modell, das Ebenenmodell von Shine. Und nach diesem Modell gibt es in der Kultur Bestandteile, die sichtbar sind. Ja, das ist das, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so den Tag über tun. Das sind aber auch, naja, er nennt das hier so schön auch Artefakte. Ja, so stellen Sie sich das vor, was man ganz oft bei Mittelständlern zum Beispiel sieht, dass irgendwo noch die Statue vom Gründer steht. Ja, so eine Büste. Das ist zum Beispiel auch ein Artefakt. Und das sind Dinge, die wir sehen können. Daneben gibt es aber auch vieles, was man nicht sieht auf den ersten Blick, was tiefer liegt. Ja, das sind einmal wohlgemerkt erklärte Werte. Also, wie begründen wir unser Handeln? Und dann aber auch Grundannahmen, die wirklich die Basis dafür sind,
was wir tun. Und um da die Differenz nochmal klar zu machen, das sieht man ganz oft zum Beispiel beim Thema Umweltschutz. Ja, das finden eigentlich so ziemlich alle wichtig. Aber trotzdem fliegen wir weiterhin, trotzdem kaufen wir weiterhin Lebensmittel, die in Plastik verpackt sind. Und das wäre eben sowas, was hier eine gewisse Diskrepanz erzeugt. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie gestalten wir Kultur, ist natürlich schwierig, weil wir viel gar nicht sehen. Und dann die Frage ist, wie knüpfen wir denn daran an? Und da möchte ich jetzt mal eine kritische Frage aufwerfen, nämlich, naja, wenn erklärte Werte eigentlich sogar im Widerspruch stehen können zu dem, was wir tun, müssen wir dann überhaupt an dieses Thema ran? Und naja, sind Grundannahmen denn wirklich das Einzige, was beeinflusst, was wir tun, wie wir uns verhalten? Und die Fragen werfe ich deshalb auf, weil worum geht es uns denn im Betrieb, bei Weiterbildung letztlich? Uns geht es ja nicht unbedingt darum, jetzt Menschen umzukrempeln, sondern uns geht es darum, dass sie, ich nenne es mal platt, ein erwünschtes Verhalten zeigen. Ja, zum Beispiel sich weiterbilden oder sich mit Kollegen austauschen. Auch das kann ja eine Form der Weiterbildung sein. Und deshalb stellt sich die Frage, was beeinflusst denn unser Verhalten außerdem und können wir vielleicht auch Kultur gestalten, indem wir nur auf dieses Verhalten abstellen, ohne, ich sag mal, mit jedem Mitarbeiter eine individuelle Psychotherapie oder individuelles Coaching zu machen. Und ich glaube, das geht durchaus, weil es noch viele weitere Bestandteile oder Themen gibt, die Verhalten beeinflussen. Ja, das sind zum Beispiel Ziele, die ich verfolge als Mitarbeiter. Also möchte ich zum Beispiel mal aufsteigen, Karriere machen? Möchte ich eigentlich einfach nur von 9 bis 5 im Büro oder an der Linie stehen und dann meinen Feierabend genießen? Gibt es irgendwelche dringenden Themen, die mich umtreiben? Ja, also da kann man jetzt mal ins private Umfeld gucken. Eigentlich möchte ich heute Abend nur auf die Couch liegen, mein Auto ist aber kaputt und ich brauche es unbedingt am Wochenende, also muss ich es in die Werkstatt bringen. Und ein großes Thema sind natürlich auch, welche Möglichkeiten bieten sich mir denn, zum Beispiel im betrieblichen Alltag Weiterbildung überhaupt in Anspruch zu nehmen und welche Rahmenbedingungen finde ich im Betrieb vor? Ja, also sei es jetzt technischer Art, sei es Unterstützung durch Vorgesetzte, durch Kollegen. All das beeinflusst auch ganz unabhängig mal von meinen eigenen Werten und Grundannahmen, wie ich mich verhalte. Und Lernen, ja, Weiterbildung, Lernen ist auch ein Verhalten. Und so ein Verhalten, das ist eben die positive Nachricht, die ich auch habe im Hinblick auf Lernkultur. Dieses Verhalten kann ich fördern. Es gibt verschiedene Personen, die sich da natürlich auch schon damit beschäftigt haben, unter anderem auch eine Einrichtung an der Uni St. Gallen. Und die sagen das so schön, es gibt das Toolset, das Skillset und das Mindset. Ja, also Toolset, kann man jetzt sagen, das sind auch Instrumente, die zur Verfügung gestellt werden, um zu lernen. Also zum Beispiel auch ein Seminarkatalog könnte man dazu zählen, ein Online-Lernsystem, Zugang zu LinkedIn Learning oder sonstigen Lernsystemen. Ja, solche Dinge sind das Toolset. Das genügt aber natürlich nicht. Ich brauche genauso ein Skillset, also die Fähigkeit bei den Mitarbeitern von mir aus mit einem Online-Lernsystem umzugehen. Oder was sehr oft auch gefordert wird heute, selbstständig zu lernen. Ja, wie mache ich das denn eigentlich? Große Frage. Also auch da muss ich und kann ich unterstützen. Und dann haben wir natürlich hier wieder dieses Thema Mindset. Ja, da kann man so ein bisschen auch das, was wir gerade hatten, mit den Zielen drunter fassen. Also auch so ein bisschen die Frage, naja, will ich denn lernen? Was hält mich vielleicht auch vom Lernen ab? Ja, gibt es da schlechte Lernerfahrungen aus der Vergangenheit, die da eine Hürde darstellen? Und auch sowas kann man sehr gut, oder über so eine Lernklippe kann man sehr gut hinweghelfen, wenn man Bescheid weiß. Und wer sich so ein bisschen mit Lernkultur und dem Thema, wie ermöglichen wir denn Lernen in einer Organisation beschäftigt, der erkennt vielleicht, dass es hier Parallelen gibt zu einem Modell, das der Lutz von Rosenstiel mal, ein Organisationspsychologe, der gesagt hat, naja,
Also einerseits muss ich natürlich, wenn ich ein bestimmtes Verhalten zeigen soll, muss ich das Können haben, ich muss die Fähigkeiten haben, ich muss das wollen, was ich da tun soll. Also wenn ich jetzt partout keine Lust habe auf Lernen, dann ist eher unwahrscheinlich, dass ich eine Weiterbildung besuchen werde. Aber ich muss auch die Chance bekommen, überhaupt zu lernen. Also wenn ich in einem Umfeld arbeite, das mir keinerlei Zeit lässt, um mich mal um meine persönliche Weiterbildung zu kümmern oder meine fachliche Weiterentwicklung, wenn ich keinen Zugang habe zu den nötigen Ressourcen, sei es jetzt Geld, sei es ein Seminar, sei es die Möglichkeit, mal was Innovativeres auszuprobieren, wie jetzt von mir aus Working Out Loud. Auch dann kann ich zwar die Fähigkeiten haben, ich kann es auch wollen, aber ich werde es nicht tun, weil ich keine Möglichkeiten dazu habe. Und wer das Modell kennt, dem fällt auch auf, hier fehlt noch was. Und das ist das Dürfen. Ja, da ist mir jetzt kein schönes englisches Wort mit Z eingefallen, deshalb habe ich einfach mal Erlaubnis hingeschrieben. Und das ist gar nicht so trivial. Natürlich kann ich als Mitarbeiter, wenn ich es wirklich will, wenn ich es kann und wenn ich die Möglichkeiten irgendwo sehe, viele Dinge auch tun, ohne jetzt offiziell von meinem Chef gesagt zu kriegen, ist okay. Aber man muss sich dessen schon bewusst sein, die Führungskraft hat einen sehr großen Einfluss auf dieses Thema. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass diese Erlaubnis einfach auch vom Chef da ist. Ja, und dieses Dürfen geht natürlich auch noch ein bisschen darüber hinaus, weil auch, wenn Sie sich jetzt eine Situation vorstellen, wo Kollegen sagen, ey, was gehst du denn schon wieder hier auf Seminar oder hast du nichts anderes zu tun, als hier irgendwie was zu lesen, auch das schränkt mich ein in meinem. Also hat dann wieder Auswirkungen zum Beispiel auf dieses Wollen. Ja, will ich das wirklich, wenn ich eigentlich in einem sozialen Umfeld bin, das sagt, du darfst dich gar nicht weiterbilden, weil das gehört hier nicht dazu. Großes Thema. Und deshalb habe ich jetzt gleich nochmal eine Frage an Sie. Was glauben denn Sie, wer hat im Betrieb den meisten Einfluss auf das Thema Lernkultur? Nehmen Sie sich einfach kurz Zeit, mal zu schauen, welche Optionen Sie hier haben. Und schätzen Sie einfach mal ein, was denken Sie, was erleben Sie vielleicht auch in Ihrem Alltag, wenn Sie mögen. Ja, jetzt kriegen wir ein paar Antworten. Sie dürfen gerne auch noch weiter antworten. Ja, das ist auch völlig anonym. Ja, so sieht niemand, wer was geantwortet hat. Und ja, wir kriegen hier schon ein sehr, sehr diverses Ergebnis. Ich präsentiere Ihnen das mal kurz. Also wir sehen jetzt hier, die direkten Führungskräfte kriegen sehr viel Zustimmung, dass die sehr viel Einfluss haben, aber auch die Mitarbeitenden selbst. Ein bisschen weniger wird gesagt, dass die Geschäftsführung oder das Personalwesen hier einen großen Einfluss hat. Und dann haben wir auch noch mal so ein bisschen die Einschätzung, naja, alle haben irgendwie einen gleichen Einfluss. Also, es ist ganz sicherlich so, dass die Lernkultur von vielen Akteuren im Betrieb gestaltet wird. Ja, das fängt natürlich bei der Geschäftsführung an, wenn von oben, sag ich mal, wirklich auch überzeugend klar gemacht wird: Ja, wir wollen, dass ihr euch weiterbildet. Tut es bitte, ihr dürft es auch. Dann hilft das schon viel. Aber, und das ist schon richtig, also es gibt auch Studien, die Führungskräften grundsätzlich sehr, sehr großen Einfluss zuschreiben. Ja, und so ist das auch in der Weiterbildung. Also, wenn ich zwar von offizieller Seite höre, also von der Geschäftsführung, vom Personalwesen, vielleicht auch vom Betriebsrat, Weiterbildung total wichtig und du musst das unbedingt machen, aber am Ende der Meister zum Beispiel sagt, nee, nee, mach du mal deinen Job, Weiterbildung kannst du von mir aus auch nach Feierabend machen. Dann wird es schwierig. Von daher, ja, Führungskräfte haben einen großen Einfluss. Aber, und das ist schon auch ein Thema und wird es immer mehr, auch der Mitarbeiter muss schauen, wie nehme ich eigenverantwortlich meine Möglichkeiten wahr und hat immer auch
einen gewissen Spielraum. Ja, man kann sich auch mal nur mit Kollegen austauschen oder gehe ich mal mit jemandem Mittagessen zum Beispiel, der nicht aus meinem unmittelbaren Team ist. Auch sowas kann schon Weiterbildung sein. Ja, und auch da sieht man, ein Mitarbeiter hat schon auch viel Spielraum, wie er sich weiterbildet und weiterqualifiziert. So, und dann haben wir aber natürlich auch hier auf der Seite das Personalwesen, das den Einfluss nimmt über das, was wir vorher gerade als Toolset kennengelernt haben. Denn wenn ich als, also, oder anders gesagt, über die Art und Weise der Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich biete, nehme ich natürlich auch großen Einfluss darauf, wie lernen denn Mitarbeiter und was tut ein Mitarbeiter, um sich weiterzubilden. Ja, gibt es bei uns nur den klassischen Seminarkatalog, dann ist das natürlich ein Rahmen, den ich setze. Oder biete ich auch weitere Möglichkeiten an, eben zum Beispiel ein Lunchroulette oder das Lernen an Lerninseln. Ja, also darüber nimmt die Personalabteilung großen Einfluss. Und der Betriebsrat hat natürlich auch wieder seine ganz eigenen, sage ich mal, direkteren Einflussmöglichkeiten, ja, in der Art und Weise, wie Weiterbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten auch an die Mitarbeiter herangetragen werden. Ja, wie gehe ich als Betriebsrat, als Betriebsrätin mit dem Thema um? Wie weit unterstütze ich es? Wie weit fördere ich es? Also auch da kann man eine sehr aktive Rolle einnehmen und das Thema fördern. So, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Lernkultur, haben im Titel dieses Grundlagen. Und wie passt das jetzt zusammen? Die Botschaft, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist, Lernkultur ist eben nichts, was total ungreifbar ist, sondern ich kann die Lernkultur im Betrieb über die Gestaltung von Rahmenbedingungen, von bestimmten Strukturen im Betrieb durchaus aktiv gestalten. Und zwar auch so, dass es eben nicht von mir aus 20 Jahre dauert, bis man mal einen Effekt merkt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wo und wie können wir denn da ansetzen? Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten. Das Ideenportal kann die nicht alle beleuchten, aber beleuchtet ein paar zentrale Aspekte. Und das sind eben das Thema Führungskräfte. Wie kriege ich die für Weiterbildung an Bord? Aber auch so eine Frage, wie schaffe ich es denn, alle Mitarbeitenden mitzunehmen? Ja, oft sind Weiterbildungen zum Beispiel stark auf einen indirekten Bereich, aufs Büro ausgerichtet. Was ist aber mit ungelernten Beschäftigten? Was ist mit den Mitarbeitern am Band, die einfach im Takt auch ein Stück weit gefangen sind? Dann große Frage auch, wie kriegen wir denn Lernen mehr in den Arbeitsalltag rein? Ja, also wie verbinden wir Lernen und Arbeiten stärker? Und dann natürlich schließlich noch diese Frage, wie schaffe ich denn Möglichkeiten fürs Lernen? Und zwar auch hinaus über Lernräume, Lernzeiten, auch zu der Frage, wie schaffe ich es denn, dass Mitarbeiter lernen, dass sie lernen können, dass sie selbstständig lernen können. Und wir schauen uns jetzt einfach mal nach und nach an, welche konkreten Maßnahmen Sie da im Betrieb einfach ergreifen können. So, wenn wir uns anschauen, Führungskräfte, ist natürlich immer ein großes Thema. Naja, was ist denn eigentlich der Mehrwert von Weiterbildung? Ja, man kann jetzt mögen, dass Weiterbildung gemessen wird oder man kann es nicht so sehr mögen, aber es ist schon eine Tatsache, dass wir natürlich in einem betrieblichen Umfeld uns bewegen und da sehr viele Dinge gemessen werden. Und es schon hilfreich ist, gerade wenn man mit Betriebswirtschaftlern arbeitet, mit Ingenieuren, wenn man da ein bisschen das begründen kann, ja, mit Zahlen, Daten, Fakten. Dazu gibt es im Ideenportal einen Leitfaden und es gibt dann eben auch einen Leitfaden zu der Frage, wie überzeuge ich denn, wie kann ich in einem Gespräch vorgehen, um Führungskräfte so ein bisschen an Bord zu holen, diese Wichtigkeit von Weiterbildung zu verdeutlichen und zu schauen, ja, was ist denn realistisch? Und da möchte ich gleich mit Ihnen reinschauen, auch im Ideenportal direkt und davor aber noch hier ergänzen, dass es enorm wichtig ist, auch dass Personalabteilung oder Betriebsrat
die Führungskräfte sozusagen nicht jetzt irgendwie den verklickern, boah, Weiterbildung voll wichtig, und die blicken das auch irgendwie und dann sollen sie aber ihren Krempel wieder alleine machen, sondern dass man Führungskräfte auch aktiv begleitet, ja, als Ansprechpartner zur Verfügung steht und unterstützt, wo Bedarf ist. Denn man muss natürlich immer bedenken, eine Führungskraft, ein Meister, auch ein Abteilungsleiter von mir aus, hat in der Regel kein pädagogisches Studium oder keine pädagogische Ausbildung absolviert. Das heißt, da fehlen oft auch Fachkenntnisse und deshalb ist die Begleitung sehr wichtig. Schauen wir mal kurz ins Ideenportal rein, wie das dann konkret aussieht, wie so ein Leitfaden sich gestaltet. Ich gebe Ihnen dazu gleich meinen Bildschirm frei. Das dauert eine kleine Sekunde. Und eine Vorwarnung, ich werde Sie nicht mehr im Chat sehen können, während ich im Ideenportal präsentiere. Aber stellen Sie Ihre Fragen gerne dennoch. Ich beantworte die. So, wir sehen jetzt hier die Startseite vom Ideenportal. Da vielleicht auch einfach nochmal der Hinweis. Im Ideenportal haben wir drei große Bereiche, nämlich einmal das Thema, wie bringe ich mehr Strategie in die Weiterbildung, Strategie entwickeln. Dann das, was wir heute besprechen. Ja, wie schaffe ich Grundlagen für erfolgreiche Weiterbildung? Wie können wir Lernkultur im Betrieb gestalten? Und das Thema Kompetenz aufbauen wird dann im nächsten Webinar Thema sein. So, Sie sehen jetzt hier, es gibt immer vier Einstiegsfragen und das, was uns gerade interessiert, ist diese erste Frage hier, nämlich wie gewinnen wir eigentlich unsere Führungskräfte für Weiterbildung? So, mit einem Klick sind wir dann drin, erhalten nochmal so ein paar Infos, ja, warum ist das Thema wichtig? Auch, das ist ganz wichtig, im Ideenportal finden Sie immer viele Links auch zu anderen Seiten, die da wirklich sich auch intensiv Gedanken drüber gemacht haben, interessante Meinungsbeiträge auch und Verweise auf andere Kacheln im Ideenportal. So, wie machen wir jetzt diesen Mehrwert von Weiterbildung greifbar? Ich kann Ihnen natürlich auch diesen Lassen Sie Zahlen sprechen, ohne Geld ins Spiel zu bringen, sehr ans Herz legen, möchte aber mit Ihnen jetzt kurz hier reinschauen. Ja? Der Leitfaden Führungskräfte überzeugen, der ist relativ kompakt. Ein Leitfaden im Ideenportal ist immer gleich aufgebaut. Sie haben die Titelseite, haben dann nochmal so eine Zusammenfassung, ja, welche Ziele können wir denn erreichen, welchen Nutzen hat das, welche Voraussetzungen sollen erfüllt sein, wen muss man einbinden, welcher Aufwand entsteht für uns als Personalabteilung und für uns als Betriebsrat, wenn wir die Inhalte des Leitfadens umsetzen wollen, und auch die Frage, wie schnell geht es denn? Also hier sehen wir jetzt, naja, der Aufwand, wenn wir relativ schnell zur Anwendung bringen. Ich zeige Ihnen auch, wie es funktioniert. Hier sehen wir nochmal eine Einordnung, ja, für, wenn einen das interessiert. Hier geht es um die Rahmenbedingungen von Weiterbildung. Und was wir im Leitfaden jetzt finden, ist eben ein konkreter Leitfaden nochmal sozusagen für das Gespräch mit den Führungskräften. Also Sie können das digital nutzen, Sie können sich aber auch den Leitfaden zum Beispiel ausdrucken und haben dann auch schon einen Bogen für die Gesprächsdokumentation mit dabei. Ja, das hängt natürlich davon ab, wie digital Sie in Ihrem Betrieb schon arbeiten oder wie analog Sie noch arbeiten. Sie haben jetzt hier nicht viele Hintergrundinformationen, sondern direkt den Einstieg in einen strukturierten Gesprächsablauf, wo es einfach mal darum geht, zum Beispiel, wie können wir das Gespräch mal erstmal faktenorientiert eröffnen? Ja, so können wir schon Bezug herstellen zum Unternehmen. Ja, welche Altersstruktur haben wir denn? Welches Qualifikationsniveau? Wie sieht es denn aus mit dem Recruiting? Finden wir noch die Fachkräfte, die wir brauchen? Ist das schon schwierig? Dann schafft man so ein bisschen ergreifbare Fakten einfach, von denen ausgehend man dann weiter diskutieren kann. Dann kommt es natürlich darauf an zu sagen, hey, und warum ist jetzt Weiterbildung auch für dich konkret von Bedeutung, ja, können wir damit zum Beispiel auch Qualität steigern im Arbeitsbereich? Schaffen wir es, dass Beschäftigte besser mit den neuen Technologien umgehen? Ja, wenn zum Beispiel geplant ist, dass neue Maschinen angeschafft werden oder dass Prozesse jetzt digital dokumentiert werden oder eine Schichtübergabe digital gemacht wird.
Also, dass man hier solche Themen aufgreift, die einfach aktuell und relevant sind. Auch hier gilt wieder, greifen Sie Zahlen, greifen Sie Themen auf, die wirklich auch auf den Bereich, auf die Abteilung gemünzt sind. Ja, je konkreter Sie die Verbindung herstellen, also es hilft schon, wenn Sie den Betrieb betrachten, aber es ist natürlich besser, wenn Sie die Abteilung oder sogar das Team betrachten. Da ist auch die Frage, wie gut kommen Sie an die Zahlen, ist das gewünscht, aber es hilft auf jeden Fall, die Situation greifbar und verständlich zu machen. Fragen Sie durchaus auch die Führungskraft, wie schätzt sie selber denn ein, wie wichtig ist Qualifizierung, wie wichtig ist Qualifizierung im Hinblick auf verschiedene Faktoren, ja, wie Wirtschaftlichkeit, Arbeitgeberattraktivität. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, aber sie machen damit eben auch so ein bisschen die Ausgangsbasis klar. So, dann geht es so ein bisschen darum, im Dialog wohlgemerkt zu klären, welche Rolle hat denn die Führungskraft in der Weiterbildung? Was ist der Anspruch auch des Betriebs? Was ist der Anspruch der Führungskraft? Was sind die Wünsche? Wie bringt man das zusammen? Und ganz wichtig ist dann natürlich, dass man am Ende nochmal hingeht und sagt, was wird denn getan? Was sollte getan werden? Also welche Maßnahmen werden im Bereich, in der Abteilung schon durchgeführt? Was sollte man denn noch machen, um Mitarbeiter zukunftsorientiert auch um den Mitarbeitern zukunftsorientiert die notwendigen Qualifikationen zu vermitteln? Hat dann sozusagen am Ende hier den Weiterbildungsbedarf zusammengefasst und leitet eben idealerweise auch direkt ab, welche nächsten Schritte ergriffen werden sollen. So, ich habe schon gesagt, hier gibt es dann auch nochmal, wenn Sie das möchten, einen Bogen, um dieses Gespräch zu dokumentieren. Und damit ist dieser Leitfaden schon abgeschlossen. Es gibt hier am Ende immer noch mal die Kontaktdaten zur Agentur Q. Ja, also falls Sie sagen, wow, uns interessiert das Thema, aber es passt jetzt noch nicht hundertprozentig auf unsere Bedarfe oder wir wissen nicht, wie soll man es jetzt im Betrieb einführen, besteht dann natürlich immer die Möglichkeit, auf uns zuzukommen. Nochmal ein Überblick zum Ideenportal insgesamt. Genau, und das war's. Das ist jetzt wirklich ein sehr kompakter Leitfaden. Ja, in anderen haben sie ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, aber das sehen wir auch gleich nochmal. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen und werde dazu wieder zurückspringen in die Präsentation. Und wir schauen uns mal den nächsten Schritt an, wo ich darüber gesprochen habe, wie nehmen wir eigentlich alle auf dieser Weiterbildungsreise mit. Da ist ganz wichtig, sich auch mal, deshalb ist auch so wichtig, die Führungskräfte im ersten Schritt einzubinden, denn es ist hier wichtig zu schauen, welche speziellen Bedarfe haben wir denn auch in der Belegschaft. Ja, also Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten, da ist kein Wunder, wenn ich Weiterbildung nur abends anbiete, dass sie irgendwie nie dabei sind. Oder vielleicht hat jemand auch ein privates Thema, Pflege von Angehörigen, Betreuung von Kindern. Deshalb ist es sehr wichtig, da einfach nochmal zu schauen, was beschäftigt denn meine Mitarbeitenden? Und es ist oft auch hilfreich, und auch dazu finden Sie dann Informationen im Ideenportal, zum Beispiel ein Erwartungsklärungsgespräch zu führen vor Beginn der Weiterbildung, vor allem wenn es eine längere ist. Ja? Auch das kann oft bei lernfernen Mitarbeitern, vor allem, also denken wir jetzt an Unangelernte oder von mir aus auch ältere Mitarbeiter, die schon lange nicht mehr in der Weiterbildung dabei waren. Das kann einfach auch Ängste abbauen, wenn man als Führungskraft oder als Personalwesen, Betriebsrat klar sagt, hey, hör mal, wir erwarten jetzt nicht, dass du als Genie zurückkommst, sondern es geht einfach nur darum, dass XY verbessert wird oder du das und das hinzulernst. Genau, deshalb sollte das immer oder zumindest bei längeren Weiterbildungen am Anfang stehen. Worauf ich jetzt gleich auch nochmal im Ideenportal schauen möchte, ist dieses Thema Zeiten und Räume schaffen fürs Lernen. Denn da ist oft noch dieses traditionelle Denken da, Weiterbildung findet im Seminarraum statt und jemand sagt mir auch, wann ich lernen soll und wann ich lernen muss. Und genau so muss es eben heute nicht mehr sein. Und ich möchte Ihnen ganz kurz auch noch einen Einblick in diesen Leitfaden geben, der ist nämlich ganz anders aufgebaut als der, den wir gerade gesehen haben. Dazu zeige ich Ihnen nochmal das Ideenportal, gebe das nochmal kurz frei. Das dauert immer einen Moment.
Schwupps, hier. Und jetzt müssten Sie wieder das Ideenportal sehen. Die Frage, die uns gerade im Moment umtreibt, ist das, was hier formuliert ist, als wie machen wir Lernen im Betrieb denn zur Selbstverständlichkeit? Ja, wie kriegt man das hin, dass Mitarbeiter, Führungskräfte sagen, naja, Lernen gehört bei uns zum Arbeitsalltag dazu. Wie schaffen wir mehr Weiterbildungsbeteiligung bei allen? Auch hier wieder die Weblinks, die Verweise auf andere Kacheln im Ideenportal und eben dieses Thema, schaffen Sie Lernzeiten und Orte. Wir sehen jetzt, der Leitfaden ist eben wieder gleich aufgebaut, also diese erste Seite mit einer Einschätzung zu Aufwand und Umsetzungsgeschwindigkeit, die Einordnung und eben das Inhaltsverzeichnis. Diese ganzen Informationen, die immer im Ideenportal drinstecken, dienen einfach dazu, dass Sie in der Anwendung auch immer schauen können, wo bin ich jetzt? Interessiert mich das? Möchte ich hier wirklich nochmal weiterlesen? Oder ist das Thema jetzt doch nicht so relevant für mich oder die vorgeschlagenen Lösungen? Ja, und dazu dient eben auch hier so das Internetverzeichnis, das Inhaltsverzeichnis, wo Sie nochmal schauen können, ah ja, okay, hier geht es am Anfang um Lernorte schaffen, dann um das Thema Lernzeiten schaffen. Ich springe da mal direkt hin. Und möchte nämlich hier den ganz interessanten Gedanken auch mal vermitteln. Naja, es gibt primäre Lernorte, da geht es vor allem darum, zu lernen. An sekundären Lernorten geht es erstmal darum, zu arbeiten, ja, also an meinem Schreibtisch, am Band, an der Maschine. Aber diese sekundären Lernorte werden eben immer wichtiger, weil sich Lernen auch immer mehr in den Prozess der Arbeit reinverlagert. Und das ist natürlich die große Frage, wie können wir diese Lernorte gestalten. Ja, wir fangen jetzt hier mal an, Seminarraum. Also der Leitfaden basiert sehr stark auf Anregungen. Ja? Einfach Ideen, die Sie mitnehmen können, die Sie rausnehmen können, die Sie aber präzisieren müssen, wenn Sie es im Betrieb umsetzen möchten. Sie können zum Beispiel auch eine Lernwerkstatt natürlich super zu einem Lernort umfunktionieren, eben nicht nur für Auszubildende oder eine Lehrwerkstatt umfunktionieren zu einer Lernwerkstatt und das eben nicht nur für Auszubildende, sondern genauso für alle anderen Beschäftigten. Wenn Sie jetzt sagen, boah, wir haben gar keine Lehrwerkstatt bei uns, weil zu wenig Auszubildende oder gar keine Auszubildenden, dann ist natürlich auch die Frage, wo könnte man denn außerhalb des Betriebes hingehen? Ja, welche Möglichkeiten bieten sich da in Ihrem Umfeld? Gibt es andere Betriebe, mit denen Sie zusammenarbeiten können? Universitäten, Bildungseinrichtungen? Und bei den sekundären Lernorten finde ich zum Beispiel das Konzept der Lerninsel sehr spannend. Ja, das ist auch nichts radikal Neues, aber es funktioniert einfach. Wenn Sie einen kleinen Raum irgendwo in der Produktion schaffen, vielleicht ein paar Bildschirme aufstellen, ein paar Materialien bereitlegen, ja, dann haben Sie da schon einen Fixpunkt, an den Mitarbeiter ohne große Hürde, ohne großen Aufwand gehen können, um zu lernen. Ja, und das sind wir jetzt wieder genau bei diesem Thema Lernkultur gestalten, aber über ganz konkrete Schritte und Hebel, ja, also es muss jetzt gar nicht abgespaced und fancy sein, sondern kann ganz grundständig, bodenständig sein und doch hat es einen Einfluss auf das Thema Umgang mit Lernen. Ja, Lernecken sind so ähnlich. Qualitätszirkel kann man dafür super nutzen, kann man auch für andere Themen einrichten. Oder Sie denken mal über so eine, ja, Infopunkte, Lerntankstellen nach, ja, wo einfach aktuelle Themen auch an die Mitarbeiter vermittelt werden mit sehr wenig Aufwand, aber es trägt dieses Lernen in den Alltag rein. Natürlich, digitale Räume sind ein großes Thema, muss der Zugang dafür dann eben gewährleistet sein. Und ja, die Frage ist direkt am Arbeitsplatz, was sind zum Beispiel lernförderliche Kriterien oder Kriterien für einen lernförderlichen Arbeitsplatz? Also auch dazu Informationen. Weitergehende Denkanstöße und dann eben das gleiche Thema nochmal für die Lernzeiten. Also auch hier ist eine Frage zum Beispiel, wissen Sie überhaupt, wann Ihre Mitarbeiter lernen? Es findet unglaublich viel Lernen informell statt. Können Sie sich auch überlegen, stellen Sie Regeln auf, bestimmen Sie Lernzeiten, also dezidiert, wo es heißt, hier 20 Stunden im Monat, kannst du dir, 20 Stunden auf 3 Monate kannst du dir Zeit nehmen fürs Lernen. Und das ist in Ordnung. Arbeitszeitflexibilisierung, Lernzeitkonten sind ein Thema. Im Tarifvertrag gibt es die Möglichkeit der Bildungsteilzeit, die sich gerade für längere Weiterbildungen anbietet. Und auch hier nochmal ein paar Gedankenanstöße.
Also das nur im groben Überblick. Und Sie sehen, also die Leitfäden sind tatsächlich sehr unterschiedlich und vielfältig. Und ja, ich möchte Sie, also wir haben einfach nicht die Zeit auch, um da jetzt in die Tiefe überall einzusteigen, aber einfach die herzliche Einladung an Sie, stöbern Sie nach dem Webinar oder wenn Sie mal Zeit haben, im Ideenportal rum. Es findet sich viel darin. Als Ergänzung zu diesem Thema, die Mitarbeiter mitnehmen, auch noch die Frage, bieten sich zum Beispiel Lernbegleiter an, die Sie den Beschäftigten an die Seite stellen können. Und wieder auf einem individuellen Level, können Sie Lernerfolge einfach feiern, würdigen. Können Sie mal sagen, über einen Lob, wow, toll gemacht, du hast da echt richtig toll Neues gelernt. Total kleine Dinge, die aber schon einen großen Effekt haben können, wenn sie wirklich regelmäßig angewendet werden. Die Frage, wie tragen wir Lernen in den Alltag? Sie haben gerade schon so ein paar Sachen gehört, ja, über Lerninseln. Und ich möchte jetzt hier nochmal auf zwei Dinge eingehen, die vielleicht in Form von Arbeits- und Lernprojekten eher für den direkten Bereich, für die Produktion geeignet sind, wo Sie einfach ausgehend von den Arbeitsaufgaben ganz konkrete Lernprojekte gestalten können, die die Beschäftigten dann im Alltag so nach und nach umsetzen und im Idealfall sogar noch eine Handlungshilfe für die Kolleginnen und Kollegen erstellen. Für den indirekten Bereich, Büro, aber auch zum Beispiel Meister können das sehr gut anwenden. Da finden Sie im Ideenportal einen Leitfaden, der zeigt, wie man den Austausch und so eine kollegiale Beratung denn gestalten kann, sodass es eine gewisse Struktur kriegt und nicht mehr so ungesteuert nebenbei passiert. Für beide Gruppen geeignet ist dann natürlich auch das Thema kurze Lerneinheiten. Ja, Microlearning kann in Form von einem Video sein, muss nicht sein, ist aber deshalb super geeignet, weil es eben in sehr wenig Zeit sehr gut anwendbar, ja, umsetzbar und nutzbar wird. Natürlich können Sie auch Arbeits- und Lernprojekte oder den Austausch zwischen diesen Bereichen verschieben. Das ist nur eine Empfehlung. Und einen Gedanken, ich klicke das mal ganz kurz schneller durch, möchte ich Ihnen auch noch gerne mitgeben. Wir haben dieses 70-20-10-Modell, wonach eigentlich sehr viel informell gelernt wird. Aber wenn wir uns anschauen, wie ist denn ein Budget von der Personalentwicklung verteilt, dann sehen wir eigentlich sehr oft, naja, es ist genau umgekehrt. Ja? Wir investieren sehr viel in den formaleren Teil des Lernens, Seminare, Weiterbildung, außer Haus irgendwo, aber dieser Austausch eben oder das Lernen im Arbeitsalltag ist oft gar nicht im Blick und im Budget von der Personalentwicklung. Und das sollte eben das Ziel sein, dass wir das Budget dem ganzheitlichen Lernen anpassen. So, wir haben jetzt schon recht viel gehört zu diesem Thema, wie gestalten wir denn Weiterbildung, wie schaffen wir Lernmöglichkeiten? Und eins blieb aber bisher noch so ein bisschen außen vor und das ist mir wichtig, dass das nochmal ganz klar betont wird. Wenn wir eine Lernkultur aufbauen wollen, die stärker auch darauf ausgerichtet ist, dass Mitarbeitende selbstständig, eigeninitiativ lernen und sich weiterbilden, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man den Beschäftigten entsprechend die Fähigkeiten mitgibt, dieses selbstständige Lernen auszuführen. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht mal aufs erste Hören ein bisschen paradox an, aber es kann schon sinnvoll sein, über einen klassischeren Lernweg, also ein Seminarraum, sowas zu vermitteln. Natürlich muss ich dann Elemente einbinden, wo die Beschäftigten dieses selbstständige Lernen direkt auch einüben können. Aber es kann eben sinnvoll sein, das erstmal in den gewohnten Rahmen zu setzen, ja, weil das ist eine große Umstellung von, mein Chef sagt mir, geh bitte zu dem Seminar und ich gehe dahin und lerne irgendwas, zu ich suche mir selber raus, wo und wann ich lernen muss und mache das unter Umständen irgendwo am PC, hier über so ein Webinar selbst gesteuert. Und diese Fähigkeit muss man häufig erst aufbauen, ja, nicht nur bei lernfernen Mitarbeitern, Unangelernten, sondern oft auch
Im Sachbearbeiterbereich kann das ein großes Thema sein oder auch bei Ingenieuren. Ja, und auch da ist die ständige Weiterqualifizierung heute extrem wichtig. Deshalb auch dazu finden Sie Anregungen im Ideenportal. So, jetzt die Frage an Sie. Wir sind da jetzt sozusagen im Schweinsgalopp durch das Thema Lernkultur gestalten gegangen. Haben Sie Fragen an dieser Stelle zum Thema, zu den Leitfäden, zum Ideenportal? Dann schießen Sie gerne los, schreiben Sie einfach in den Chat, beantworte die Fragen gerne. Ansonsten können Sie auch noch mal überlegen und die ganzen Inhalte sacken lassen. Wenn Sie dann im Nachgang zum Webinar sagen, ah, das wäre mir noch wichtig zu wissen oder hey Agentur Q, da habt ihr aber ein Thema übersehen, dann teilen Sie uns das gerne mit. Ja, das Ideenportal ist ein lebendiges System, das ist nicht starr, das ist nicht fix, sondern wir können da auch gerne Themen ergänzen oder Themen mit Ihnen gemeinsam bearbeiten, wenn Sie das möchten. Sehe ich gerade, wir kriegen vielleicht eine Nachricht rein. Vielen Dank. Also sind auf den ersten Blick tolle Quellen. Da einfach die Einladung, ja, schauen Sie im Nachgang zum Webinar rein. Und wie gesagt, wenn Sie sagen, naja, da passt was nicht, da fehlt mir was, teilen Sie es uns mit. Wenn für den Moment keine Fragen mehr sind, dann möchte ich gerne nochmal zusammenfassen, was heute der Inhalt oder die Kerninhalte waren. Und das Erste, was hoffentlich rübergekommen ist, ist, dass Lernkultur nichts ist, was irgendwie übersinnlich ist und was auf keinen Fall im Betrieb irgendwie gestaltet werden kann oder nur über 20 Jahre oder 30 Jahre, sondern über das Verhalten, das wir zeigen als Personalentwickler, als Betriebsräte, als Führungskräfte, als Mitarbeiter. Über dieses Verhalten gestalten wir jeden Tag die Lernkultur im Betrieb. Und dieses Verhalten kann ich möchte jetzt nicht sagen lenken, aber ich kann Leitplanken im Betrieb setzen. Ich kann den Rahmen setzen, um bestimmtes Verhalten zu fördern, unerwünschteres Verhalten eher nicht zu fördern. Und diesen Rahmen setze ich zum Beispiel über das Thema Führungskräfte. Wie kann ich die mit einbinden? Wie kann ich die unterstützen, dabei Weiterbildung in den Alltag reinzutragen? Ich unterstütze es als Betriebsräte, als Personalentwickler über die Strukturen, die wir aufbauen, über die Lern- und Lehrangebote, die wir machen, die man sehr viel vielfältiger aufbauen kann, als das nur mit Seminaren oder auch mit einem Webinar, wie wir es hier machen, geht. Und eben ganz wichtig nochmal dieser Punkt, ich setze den Rahmen auch über die Befähigung, also über das, was ich meinen Mitarbeitern an Lernfähigkeit vermittle. Und das ist vielleicht auch schon eine gute Brücke, denn um dieses Thema Kompetenzaufbau wird es beim nächsten Webinar gehen. Ich möchte hier nur noch mal sagen, zur Gestaltung von Lernkultur, von einer positiven Lernkultur, gibt es ganz konkrete Schritte. Diese Schritte können Sie auch heute schon gehen. Und jeder einzelne Schritt davon zählt. Ja, also jede Führungskraft, die Sie gewinnen, die sagt, ja, Mensch, das Thema ist wichtig und meine Mitarbeiter dürfen sich dafür ein bisschen Zeit nehmen im Alltag. Jede Lerninsel, die Sie irgendwo aufbauen, jeder Mitarbeiter, den Sie überzeugt kriegen, der dann danach sagt, Mensch, ja, Weiterbildung wichtig, ist für mich wichtig, ist fürs Unternehmen wichtig. Die alle zählen, denn die alle gestalten Lernkultur Tag für Tag und Schritt für Schritt geht so dann voran in die richtige Richtung. Genau, wir schauen uns nächste Woche am Dienstag, 11. Februar, 10 Uhr an, wie baut man denn Kompetenzen bei Beschäftigten auf? Welche Kompetenzen sind in Zukunft denn überhaupt relevant? Und natürlich auch da wieder, was zeigt uns das Ideenportal dazu? Wenn Sie das Webinar letzte Woche zum Thema Strategie verpasst haben, das können Sie genauso wie dieses Webinar von heute nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Die Aufzeichnung, den Link kriegen Sie auch zugeschickt.
genauso wie die Unterlagen, die Folien aus dem Webinar. Und ja, ich möchte Sie einfach dazu ein. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie unseren Newsletter, schauen Sie gerne auch immer wieder auf unserem Blog, wo verschiedenste Themen rund um berufliche Weiterbildung behandelt werden. Folgen Sie uns gerne auf Twitter, LinkedIn, Xing, wenn Sie das noch nicht tun. Und ja, es lohnt sich immer, einen Blick auf unsere Website zu werfen. Da ist immer mal wieder was Neues dabei. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Stöbern im Ideenportal. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und freue mich darauf, Sie das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Tschüss!